Achso, übrigens, diese Oase, weil ich es gerade sehe hier. Genau, wir sind jetzt hier auf halber Strecke zwischen Morasul und Praga. Diese Oase dürfte die sein, an der die Karawanserei Alaristo gebaut wurde im Rollenspiel. Wobei wir von hier aus ja sogar noch Morasul sehen können, Mensch. Im Rollenspiel war halt alles etwas größer. Da war das nicht direkt um die Ecke von der Stadt. Aber ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Da drüben ist noch eine Ruine, probieren wir es mal mit der. Ja, sind wir mal wieder auf hoffnungsloser Wüstentour. Wenigstens können wir nicht verdursten. Oh, hier, hier, hier ist was, hier ist was. Ich sehe es genau. Da haben wir noch irgendjemanden. Lagerfeuer, das sieht doch negativ aus. Scheiße, warum ist denn hier ein Lagerfeuer und keiner da? Wer zur Hölle zündet in der Wüste ein Lagerfeuer an und geht dann weg? Was soll denn der Mist? Hier muss doch jemand sein. Oh Mann. Das ist so blöde. Ich will nicht mehr suchen. Was liegt denn hier schon wieder für ein Vieh rum? Ich frage mich, wer hier immer diese riesen Brocken in die Welt legt. Die Wesen der ersten Stunde, weggespült von Adanas Zorn. Könnten vielleicht auch Drachenskelette sein oder sowas. Na, hier drüben wird es wohl nichts mehr sein. Gut, dann wollte ich ja da drüben mal gucken, bei den Ruinen dort. Ja, ich werfe ja schon den Ausdauertrank ein, ich weiß. Da geht's schneller. So, lauf, 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 lauf! Ah, lauf! Gut, so will ich das sehen. Keine Müdigkeit vor Schützen. Hol alles raus aus der Raucherlunge. Los! Ich will den Teer rausblubbern sehen. Wo laufen wir eigentlich hin? Süden, okay. Da müssten wir jetzt irgendwo... Moment, ich guck mal kurz. Okay. Sind wir ja ganz in der Nähe von Morasul. Nicht, dass wir am Ende hier wieder bei Hurizippe landen. Aber vielleicht haben wir ja auch mal Glück, das wäre mal zu wünschen irgendwie. Das sind auf jeden Fall schon mal Zelte. Das ist schon mal gut. Ja, es ist Yusuf! Yusuf, mein Freund! Habe ich dich gefunden! Speichern. So, was machen wir denn mit dem? Ich weiß es nicht. Hey Fremder, hast du Wasser? Ja, schon. Aber ich weiß nicht, ob ich dir welches geben will. Was machst du hier draußen? Bist du ein entlaufender Sklave? Tja, lässt sich schlecht verbergen. Du wirst mich doch nicht verraten, oder? Es gibt bestimmt etwas, was ich dir geben kann, aber bitte lass mich gehen. Ach, verraten wollte ich dich nicht eigentlich, ehrlich gesagt. Hier, trink mal einen Schluck. Danke, Mann. Das tut gut. Was hast du mir zu sagen? Jeder ist hinter mir her. Ich habe die Schlüssel zum Tempel von Morasul geklaut und habe sie an einflussreiche Leute verkauft. Doch bevor ich den letzten verkaufen konnte, musste ich abhauen. Aha, Yusuf hat also noch selber einen dabei. Das ist aber schön. Demnach hast du noch einen Tempelschlüssel. Gib ihn mir. Na schön. Ich hoffe nur, du lässt mich am Leben. Ich ahne, was du vorhast. Du willst den Tempel öffnen. Lass dir gesagt sein, ein Fluch liegt über diesem Tempel. Ach ja? Der alte Messias hat mich gewarnt. Er sagte, großes Unheil wird über uns kommen, wenn der Tempel geöffnet wird. Ach ja? Wem hast du die Tempelschlüssel in Morasul verkauft? Ich hatte 4 Schlüssel. Der Söldner Kirk hat viel Gold für einen der Schlüssel bezahlt. Einen habe ich an Ilya verkauft und den dritten an den Boss der Stadt. Ach, Gonzales. Alles klar. Sieh mal einer an. Gonzales selbst hat einen der Schlüssel. Na super, das ist ja ganz großartig. Da kommen wir ja so ganz schnell ran. Das ist ja toll. Du sagst, du hattest 4 Tempelschlüssel. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele es von ihnen gibt. Aber wenn es mehr als 4 sind, dann sind die restlichen sicher immer noch irgendwo beim Tempel von Morasul. Verstehe. Ich werde dich gern erleuchten. Es sind 5 Schlüssel. Da hinten liegt ein Paladin im Zelt, sehe ich gerade. Okay. Ich habe den Auftrag, dich zu töten. Scheiße, bleib ganz ruhig. Mann, bitte tu das nicht. Ich kann dir bestimmt noch nützlich sein. Wie das denn, bitte?
Warte. Was mache ich jetzt mit dir? Sag den Leuten in Mor'Azul einfach, ich wäre entkommen. Hey, kein Mensch interessiert sich für den alten Yusuf. Ich werde verschwinden wie Wasser im Sand. Und du wirst nie wieder von mir hören. Ich überleg's mir. Es ist nichts Persönliches, Yusuf, aber es geht um die Außenwirkung dabei. Ansonsten könnte ja jeder Sklave einfach die Tempelschlüssel verkaufen und weglaufen, ne? Es muss mal wieder Zucht und Ordnung herrschen, also werden wir ein Exemplar an dir statuieren. Tut mir leid. Ich habe den Auftrag, dich zu töten, angenommen und werde ihn jetzt auch ausführen. Du dreckiges Schwein, mögen deine Überreste im Wüstensand verdorren. Ich mach dich fertig. Nein, ich glaube nicht, dass sie das werden. So. Haben wir das? Der Typ, der bleibt liegen, das ist gut. Das ist schön, wenn der Paladin sich überhaupt nicht dafür interessiert, während wir hier den Sklaven abmurksen. So, er hält sein Nickerchen weiter, das ist spitze. Ich möchte das bitte lesen. Was haben wir denn da eigentlich für Zeichen drauf? Das sieht so ein bisschen aus wie irgendwelche Keilschrift, sowas Babylonisches oder so ein Kram. Oder sind das irgendwelche alchemistischen Zeichen? Das eine sieht so aus. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich selbst ausgedacht. Irgendwas zusammengekritzelt. Haben sie wahrscheinlich ihre sechsjährigen Kinder rangelassen und haben da mal irgendwelche Zeichen mal hinmalen lassen und die dann hier hingesetzt. Schön. Wir kriegen ja jetzt auch schwerere Drohnen auf, deswegen... Dachte ich mir schon, dass wir die aufkriegen. Ach ja, Flammenschwert rufen wollte ich ja auch mal praktizieren. Das können wir demnächst mal angehen. Aber erstmal rauben wir hier den Paladin aus, bevor wir dann auch mal mit dem reden. Selbstverständlich. So, her damit. Ich kann mir denken, was mit dem Paladin, wozu der gehört mit. Denn wir haben ja mal einen... in der Nähe von Braga haben wir doch mal einen Sandcrawler gehabt, der einen... Feuerkelch verschluckt hatte und ich denke mal, Klus hier wird wohl was damit zu tun haben, wenn er hier auch ist. Diese verfluchte Wüste macht mich noch fix und fertig. Ja. Was ist passiert? Nicht genug, dass es hier verdammt heiß ist, man muss sich auch noch mit diesem Viehzeug herumärgern. Ich hatte einen Lagerplatz drüben im Norden. Eines Nachts kamen die Sandcrawler und haben mich fast erledigt. Eins von den Biestern hat dann zu guter Letzt noch meinen ganzen Kram gefressen. Gefressen! Verstehst du? Aber ich habe dem Mistvieh ordentlich eins verpasst, bevor ich geflohen bin. Der Sandcrawler sollte noch derbe verwundet sein. Naja, alleine gehe ich da jedenfalls nicht mehr hin. Das ist die Hölle, sag ich dir. No shit, in der Wüste ist es heiß, meine Fresse, das ist ja unglaublich. Danke für diese Info, Gruß. Was macht ein Paladin in diesem Land? Ich bin auf einer heiligen Mission. Die Feuermagier gaben mir den Auftrag, nach den Feuerkelchen zu suchen. Tja... Und ich habe einen gefunden. Das war nicht leicht, das kannst du mir glauben. Und jetzt ist der Kelch im Bauch dieses Sandcrawlers aus der Hölle und wandert lustig durch die Wüste. Da hast du irgendwie verdient. Leute, ernsthaft? Er ist auf einer heiligen Mission in der Wüste und den nennt ihn Krus, also Kreuz? Wirklich? Ist nicht allzu einfallsreich. Dein verwundeter Sandcrawler ist erledigt. Gut so. Dieses Mistvieh war von Belia selbst besessen, glaub mir. Ja, das ist natürlich wieder die einfache Welt des Paladins. Alles, was nicht gut funktioniert und alle, die gegen sie arbeiten, sind von Belia selbst besessen. Selbstverständlich. Was ist jetzt mit deinem Feuerkelch? Ich brauche nochmal deine Hilfe. Schneide den Sandcrawler auf und hol das Ding aus ihm heraus. Dann bringst du den verdammten Kelch zu den Feuermagiern nach Nordmar. Ich werde hier weitersuchen, ob ich doch noch mehr finde. Renn doch selber hoch, du Arschloch. Meine Güte, ja gut, den haben wir ja schon gefunden. Ich bin gerade stark am überlegen, ob ich Gruß einfach mal umhaue und ihm seine Waffe und seinen Schild klaue. Ach komm, warum nicht? Ich speichere vorher mal, dann ist es nicht so schwierig, so schlimm, wenn es nicht klappt, aber... Hey, du lustiges Schnetzeln! Er kommt nicht mal dazu, sein Schwert zu ziehen. Ist das geil, oder was? So. Haben wir noch ein Paladin-Schwert, das natürlich dummerweise abgenutzt ist. Aber hey, ist egal. Wir können es verkaufen für 8000, meine Fresse. So, und noch so ein Paladin-Schild. Ja, wunderbar, her damit. Gruß braucht eh kein Schwein hier. So, dann müssen wir jetzt nur noch... Ich schlafe jetzt mal... Ja, genau, warum mache ich das denn nicht? Wir haben doch hier im Bett stehen. Da kann ich doch mal schlafen, bis wir wieder morgen haben. So, zack. Sonnenaufgang in der Wüste ist eh das geilste überhaupt. Ach, halt die Klappe.
So, wo sind wir? Wir sind da. Man müsste sich die Karte ein Stück näher ranziehen können, um irgendwie zu sehen, wo man jetzt noch hingehen könnte. Wo irgendwelche Sachen verzeichnet sind auf der Karte, irgendwelche Kleinigkeiten. Ich gehe aber mal wieder nach Süden. Ich glaube nicht, dass wir noch allzu weit nach Norden gehen werden. Denn es hieß ja auch, die Wüstenräuber, beziehungsweise die Wachen von Kafu, die ihn ausgenommen haben, die sind irgendwo in der Nähe von Morasul. Ich werde es vielleicht mal, genau, ich wollte doch eigentlich das Plateau umrunden, da werde ich es mal auf der anderen Seite probieren. Vielleicht sind sie ja dort irgendwo. Vielleicht bin ich ja hier auch ganz falsch, wer weiß. Ist es nicht schön, wie Morasul dort hinten so thront? So richtig schön einladend, die Perle der Wüste, diese grandiose, glänzende, ja wirklich glänzend tut sie nicht, aber diese Stadt halt da mit ihrer, ich glaube das ist der Palast, der dort so raussticht, ne? Ach, was quasselig ja eigentlich. So, hier drüben waren die Wüstenräuber. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, überlege ich, was hier war und ob hier jemand sein könnte. Aber gut, hier sind die Wüstenräuber. Dann laufen wir jetzt einfach mal in diese Richtung weiter. Sind wir eigentlich als Varan schneller als Mensch? Als Mensch ist auch schön. Apropos seltsame Aussprache. Ihr kennt doch Blue Screens, ne? Und ich muss jetzt demnächst im Rahmen einer Aufführung mit einem Green Screen zusammenarbeiten und irgendwie jeder, der das irgendwie aussprechen will, bei dem kommt Screen Screen raus. Es kriegt keiner hin, das ordentlich auszusprechen. Pack doch mal ein Screen Screen aus. Das ist so dämlich irgendwie. Ja, deswegen hat sich mittlerweile eingebürgert der grüne Blue Screen. Das kriegt jeder hin. Okay, unten haben wir wieder was zum Schnetzeln. Schön. Wartet auf mich, ich komme mit. So, ja, zwei ist auch okay. Die restlichen können ja weglaufen. Da haben wir was Kleines zum Schnetzeln für zwischendurch, damit es nicht langweilig wird. Du darfst auch jemanden treffen, wenn du hochspringst. Und... Wenn der Kerl hochspringt und seinem Gegner die Schwerter entgegenschleudert sozusagen, warum trifft er dann nichts? Komm her, los, stirb, stirb! Siehste, geht doch. So, fressen erstmal. Ich dachte gerade, er kommt hier an, aber er hat bloß noch so irgendwie nachgezuckt. Gut, ich glaube mich gerade zu erinnern, ehrlich gesagt, wo ich gerade die Ruinen da hinten sehe. Ich glaube mich erinnern zu können, dass die irgendwo am Rand der Ruinenfelder waren. So, schnell hingeflitzt. In diesen Ruinenfiedern, ach Mann. In diesen Ruinenfeldern war es übrigens gewesen, dass Maris dieses Armbrustduell mit Ahmazar sich geliefert hatte, um Kaios Sippe zu beschützen. Und wo ich gerade schon von Kaio rede, können wir eigentlich, nachdem wir Kafus Wachen ausgeschaltet haben, dann mal bei Kaio vorbeischauen. Das wäre eigentlich eine ganz witzige Idee. Was haben wir denn hier? Ein Deko-Element, wie schön. So, ich bin der Meinung, dass die waren hier drüben gleich irgendwo. Gleich am Rand. Oder? Ey, Dudes. Ja, so wunderbar. Ach, wie schön, wenn man sich doch mal an was erinnert. Ich werde dich töten. Na, dann komm mal her. Komm schon, komm schon. Bleib stehen, du Hund. Ah ja, komm mal her. So, zack, Fußwache, genau. Das sind wir noch genau richtig. Wunderbar. So, es sind zwei Leute, oder? Ja, einer sitzt noch, okay. Den interessiert das gar nicht, dass sein Kumpel gerade weggemetzelt wurde hier. Macht ja auch nichts. Jetzt stirbst du! Meinst du? So, schön hier mal den ausgepackt. Was, drei? Und noch Snapper dazu. Na holla, die Waldfee. Huch, ich glaube, ich kämpfe dann erstmal fertig. Komm schon, zeig, was du kannst.
Der Kerl trägt ja sogar eine Elite-Assassinen-Rüstung, sehe ich gerade. So, Carfus-Wachen abgeschlossen. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob jetzt zur Questerledigung noch gehört, dass wir das Zeug auch abliefern bei Carfu hier, das Geld und so, ne, was gestohlen wurde. Aber ich denke mal, ich bin mal so ehrlich und tu das dann noch. Ich meine, auf die paar Goldstücke können wir auch verzichten und vielleicht gibt es ja noch was dafür.